Ja, dann begrüße ich euch zur Spieltagspressekonferenz, heute mal wieder aus der Geschäftsstelle der Recken. Für uns geht es um den letzten Hinrundenspieltag am Mittwoch, den 21.12., also kurz vor Weihnachten, spielen wir gegen den VfL Gummersbach um 19 Uhr in der TUI Arena. Ja, ich begrüße Roy Sanchez, unseren Co-Trainer heute mal an meiner rechten Seite, und Tore Johansen, unseren Spieler. Beide sind für Fragen natürlich gerne da. Ja, gegen VfL Gummersbach. Die Gummersbacher stehen zurzeit mit 13:19 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz und haben zuletzt eine 23:29 Niederlage gegen den THW Kiel hinnehmen müssen. Und in der Saison 2015-2016 haben wir zu Hause einen 29:24 Sieg errungen und in Gummersbach mussten wir eine 30:31 Niederlage einstecken. Ja, Roy, warst dabei beim Spiel in Lemgo. Wie wirkt sich so ein Spiel nach zwei Niederlagen jetzt mit einem Sieg vielleicht auf die letzten beiden Spiele aus bei unserer Mannschaft? Ja, ich glaube, dass die Mannschaft eine super Leistung gezeigt hat. Die ganze Spiel sehr konstant und ja, wir sind richtig zufrieden mit den zwei Punkten. Nach, wie gesagt, zwei, sogar drei Niederlagen in Folge, auch mit dem Spiel in Leipzig. Und ja, wir haben, glaube ich, Konstanz gedeckt und ja, besonders Martin Zimmer und Timo Kastelin haben eine super Leistung gemacht und wir sind richtig zufrieden. Das war sehr wichtig für uns. Wie beurteilst du das, den Umzug in die TUI Arena, beziehungsweise wie steckt ihr die Mannschaft jetzt auf diesen Umzug ein? Denn es war immerhin das Live Hall und jetzt geht es in die TUI Arena. Wird da im Training was Spezielles gemacht? Nö, wir sind relativ daran gewohnt. Diese Saison haben wir schon in der TUI Arena gespielt, auch letzte Saison zweimal. So, von daher, wir trainieren immer in der Swiss Life Hall oder in Burgdorf. Und für uns ist auch etwas nicht Neues. Aber wir freuen uns sehr auf die Aufgabe. Es ist immer etwas Besonderes, in der TUI Arena zu spielen mit 7.000, 8.000 Zuschauern. Und das ist für uns ein super Erlebnis, glaube ich. Was sagst du zu Gummersbach? Welche Qualität hat der VfL? Ja, ich glaube, das ist eine super jung und solide Mannschaft, besonders zu Hause bei Heimspiel. Ich habe Spieler wie Simon Ernst oder Julius Kuhn, die Nationalspieler sind und sehr gefährlich in der Rückraum sind. Auch im Torwart Lichtlein, das ist für uns auch sehr bekannt. So, ich glaube, dass wir müssen relativ oder wieder relativ gut, stabil und hart in der Abwehr stehen und ja, vielleicht den Rückzug können wir immer bestrafen, weil die sind riesige Leute, auch Schlinder oder Schröder, Leute über 100 Kilos und wir müssen unsere Konter und unsere zweite Welle ausnutzen. Daran liegt, glaube ich. Mhm. Torge, bleiben wir mal bei den Stärken der Gummersbacher. Wo siehst du die Stärken und die Qualitäten beim Traditionsclub? Ja, er hat es ja schon gesagt. Also wir haben sicherlich einen starken Rückraum mit wurfgefährlichen Spielern und wir haben jetzt gerade in Lemgo gezeigt, wie wir das auch machen können, aus unserem 6-0-Verband eben rauszutreten und eben diese Würfe schwierig zu machen. Das gilt natürlich jetzt auch wieder gegen Gummersbach. Lichtlein ist sicherlich immer ein Faktor. Da gilt es konsequent und effektiv abzuschließen. Ja, wir müssen auf jeden Fall über unsere Deckung kommen, denn nochmal, Lemgo war ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, wie viele Gegenstöße wir laufen. Roy, weiß das besser? Nein. 9-10 Gegenstöße. Und ja, das sind einfache Tore. Und ich denke auch gerade in der jetzigen Situation vom VfL, die sind sicherlich nicht ganz so zufrieden. Und dann wirkt sich so ein Spiel halt in der TUI Arena vor 8.000, 9.000, 10.000 Leuten sicherlich auch nicht so, sicherlich auch sehr schwer für die aus, dass wenn wir Gegenstöße laufen, einfache Tore machen, dann glaube ich, bringen wir die auch an einen Punkt, wo es dann vielleicht auch einfacher werden kann für uns. Wie ist die Kulisse in der TUI Arena? Freust du dich da drauf? Ja, klar, also das ist immer ein Event für uns. Wir genießen das. Wir haben auch sehr gute Erfolge da erzielt. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja auch abgelegt, bis auf die Niederlage gegen Berlin. Von daher freuen wir uns darauf.
Muss sich die Mannschaft irgendwie neu einstellen? Ich hatte vorher schon gesagt, eigentlich ist es immer das Gleiche. Siehst du das auch so? Ich glaube, das darf man nicht überbewerten. Also das ist nicht das erste und das zweite Spiel, was wir da machen, sondern wir waren jetzt schon über die Jahre schon ja ein paar Mal da und wie gesagt, nochmal, also wir verbinden ein gutes Gefühl mit der Halle, nicht nur wegen der Atmosphäre, sondern auch bezüglich der Ergebnisse. Von daher sehe ich da jetzt keine große Umstellung. Mit Pevnov wird ein Kreisläufer nächstes Jahr bei uns spielen und der wird jetzt in die TUI Arena kommen. Spielt man gegen den irgendwie anders oder vollkommen egal? Ja, also das Thema ist nicht präsent. Also ich denke, es geht vielmehr darum, ihm vielleicht schon mal vorzustellen, was hier in Hannover geht und was in der TUI Arena geht und gegen welche Mannschaft er an dem Tag spielt, wo er dann nächstes Jahr mitspielen kann. Ja, danke euch erstmal für meine Fragen. Jetzt bitte ich euch, Fragen zu stellen. Ganz einfach die personelle Frage. Wie sieht's aus bei euch personell? Gute Frage. Ja. Ja, ich glaube, dass Lavrenov darf nicht spielen, zum Beispiel. Bruno Carasson ist fraglich, er war krank, aber fraglich, wie gesagt, wir hoffen, dass er spielen kann. Kai Hefner wissen wir noch nicht, ob er spielen kann oder nicht. Mal gucken. Was ist das genau beim Kai, weiß man das schon? Wir haben die Rückmeldung von der Arzt noch nicht bekommen. Und was haben wir noch? Weit. Torge, kannst du aber frei, kannst du das antworten? Ich glaube und ich hoffe, dass er das spielen kann. Ja, also wir werden auch nochmal und morgen das Training nochmal nutzen, um die letzten Tests zu machen, aber ich bin guten Mutes. Ja, und Bakrei spielt auch nicht am Mittwoch. Kann man jetzt kurz nachfragen, ich bin erst nicht verstanden, das war Unakai. Lenov. Wie gesagt, Bruno Fragen, wir hoffen, dass er spielen kann. Wie groß ist denn die Hoffnung beim Kai? Ich kann das nicht antworten. Wir müssen auf die Ergebnisse warten und gucken. Wann wird sich das entscheiden? Nochmal bitte? Wann wird sich das entscheiden? Ich glaube, heute oder Freitag, ja. Da muss man schon fast die Frage stellen, wen ihr nicht aus der zweiten am Mittwoch mit auf die Bank nehmt. Aber zum Beispiel Henry Polis hat ein super Spiel gemacht in Lemgo. Hat jeder gesagt, wir sind bitte stolz auf die Nachbuschen. Wenn sie mitspielen, die machen das gut. Und daher machen wir uns auch nicht riesige Sorgen. Natürlich die Qualität von Kai Hefner kannst du nicht vergleichen, aber er hat ein super Spiel gemacht, auch in der Deckung. So, ich glaube, dass der Kader gut besetzt ist. Ja, noch weitere Fragen von euch. Jonas, wo ist die Nase? Ja, genau. Ist das letzte Spiel der Hinrunde? Wie würdest du das dann so, wenn du zurückguckst, bewerten, wie die Hinrunde gelaufen ist? Die Hinrunde insgesamt war die Hinrunde. Ja, ich glaube, für diesen Rückblick sind die nächsten zwei Spiele ja elementar wichtig. Von daher glaube ich, ist das der falsche Zeitpunkt, zurückzublicken. Ja. Mit diesen beiden Spielen können wir uns eine Basis erarbeiten für die Rückrunde bzw. fürs nächste Jahr, wo es um viel gehen kann. Gehen diese zwei Spiele schlecht aus, dann kann es auch sehr zäh werden im nächsten Jahr. Ja, ich erzähle vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zum Gefühl. TUI Arena ist ja noch ein Unterschied, wenn da 8, 9, vielleicht 10.000 Leute sitzen. Was ist das für einen Moment, wenn du da reinhörst? Wie fühlt sich das für euch wieder? Die Frage kam mir jetzt schon oft, also immer dieser Vergleich zwischen Swiss Life Forward und TUI Arena. Natürlich haben wir in der TUI Arena, du sagst es schon, mit der
Tatsache der Anzahl der Leute, dass das einen gewissen Arena-Effekt hat und dieses Flair, das ist sicherlich anders und besonders. Swiss Life Hall ist halt ein bisschen intimer und ist unser eigentlich zu Hause so gesehen noch. Weiß ja nicht, wie lange. Also ich sag, beides hat seinen Charme und auch beides hat seinen gewissen Charakter, wo man oder dem man viel abgewinnen kann. Trotzdem muss man ja sagen, in der Tui Arena, wie gesagt, mit Ausnahme des Berlin-Spiels, keine Niederlage. Wie viele Spiele waren es jetzt? 10? 9? Ist glaube ich in der Tui Arena 9 gewonnen. Auch gegen Kiel letztes Jahr war ja ein Höhepunkt. Ist es tatsächlich die Anzahl des Publikums, die dich nach vorne wirft? Oder ist es dieser Event-Charakter, den du angesprochen hast, dieser Flair? Oder ist das einfach Zufall, dass es in der Tui Arena immer ganz gut läuft? Ja, also muss man, wenn man die 19 Spiele betrachtet, die wir da gespielt haben, da waren sicherlich auch einige Partien dabei, wo wir deutlich Favorit waren. Jetzt das Kiel-Spiel war sicherlich die Ausnahme. Das soll den Charakter der Tui Arena eigentlich gar nicht mindern und auch nicht die Erfolgsgeschichte so gesehen. Spricht vielleicht ein bisschen noch für Zufall, aber also wir wissen, was wir an der Swiss Life Hall haben. Und diese Events in der Tui Arena sind einfach besonders und geil. Ob man das direkt immer in die Ergebnisse münzen kann, oder auf die Ergebnisse münzen kann, das weiß ich nicht. Ja, sind sonst noch weitere Fragen? Bisher sind 6600 Tickets verkauft. Und wir hoffen und freuen uns über die Unterstützung der hannoverschen Fans natürlich in der Tui Arena, dass wirklich ordentlich Alarm gemacht wird, denn mit der verletzten Situation wird es nicht einfach gegen den VfL Gummersbach. Sparkassen Autogrammstunde und Inner City Fan Talk werden mit Sven-Sören Christoffersen und Kaspar Mortensen sein. Ja, wenn sonst organisatorisch keine weiteren Fragen mehr sind, möchte ich mich bedanken bei euch. Guten Weg in die Redaktion. Danke.